In diesem Jahr ist vieles anders. Doch eins ist unverändert. Wenn Hamburg vor besonderen Aufgaben steht, engagieren sich die Bürgerinnen und Bürger auch besonders. Sie stehen einander zur Seite und übernehmen Verantwortung. Seit Beginn der Corona-Pandemie erleben wir große Solidarität. Nachbarn unterstützen sich gegenseitig im Alltag. Freiwillige helfen in gemeinnützigen Einrichtungen. Neue Initiativen gründen sich, um Menschen beizustehen, die durch Corona besonders gefährdet sind. Das ehrenamtliche Engagement ist in der Pandemie nicht einfacher geworden, denn wir alle müssen unsere persönlichen Kontakte zurzeit stark einschränken. Besonders die Älteren können zum Schutz ihrer eigenen Gesundheit nicht immer in der vordersten Front mithelfen, wie sie es sonst oft tun. Sie unterstützen dafür im Hintergrund und finden kreative Lösungen, packen Lunchpakete, statt persönlich Essen auszugeben, oder lesen Kindern per Skype vor. Hand in Hand gelingt es in unserer Stadt, soziale Angebote aufrechtzuerhalten und, trotz Abstand, weiter zusammenzustehen, um gut durch diese schwierige Corona-Zeit zu kommen. In Hamburg ist jeder und jede Dritte ehrenamtlich tätig. Die Stadt wird das Ehrenamt auch in Zukunft unterstützen, die Freiwilligenagenturen stärken und sie mit der Hamburger Engagementstrategie weiter fördern. Zum Tag des Ehrenamtes sage ich allen, die sich freiwillig und ehrenamtlich für andere engagieren, im Namen des Senats herzlichen Dank und alles Gute.